bekannt ist. Also nicht jetzt in die Intimitäten gehen, aber ich möchte doch gern Verständnis haben, was da in dir vorgegangen ist. Denn es hat dein Leben so verändert. Naja, es war die übliche Krise. Meine Frau starb und es war ein Kampf von 2 Jahren. Und dann hatten wir einen Sohn von 12. Und, ich zog um von Tübingen nach Bayreuth und all das stürzte über mich hinein. Und es war wirklich wie ein Wirbelwind, wie ein Orkan, und so brach alles zusammen und befreite mich auch allerdings von dem Standardleben eines Hauses mit Garage und Vor- und Rückgarten und Nachbarn und so weiter. So, das war ganz konkret die Krise und hat mich befreit von vielen. Und mich gefragt, und ich habe mich gefragt, wie kannst du das auf die Reihe bringen? Und so ging es an. Ja, nichts weiter. Wie es jeder von uns ja, der ein bisschen älter geworden ist, wahrscheinlich nachvollziehen kann. Oder jedem passieren kann, nicht notwendigerweise, aber ich glaube, so eine Krise ist auch oft der Ausgangspunkt für etwas ganz Neues, Produktives. Wenn man es so aufnimmt, die Angst so umsetzt, dann kann man daraus etwas machen. Und was war so die Hauptschlussfolgerung für dich, die du da gezogen hast? Die Ahnung, dass es etwas mit der Liebe zu tun hat, die hatte ich schon immer vorher, auch als Jugendlicher schon. Und dass insbesondere diese bürgerliche Kleinkariertheit, in der ich lebte, das behinderte. Und so war natürlich meine Suche als erstes beim ZEC oder bei Intermera oder dann hier in dieser Community oder beim Declan Kennedy und so weiter und so weiter, da Lösungen zu suchen, wobei ich allerdings feststellte, auch die waren auf der Suche. Wobei, immerhin stellte sich heraus, die bekannten sich dazu und man konnte sich mit diesen Menschen solidarisieren. Und das hat bestärkt. Wobei allerdings auch ich immer wieder feststellte, manchmal ist diese Gemeinschaft auch fesselnd. Es ist ganz wichtig, dass man seine eigene Identität durchsetzt und auch dazu steht, dass man sich, ja, wie man sich selbst erkennt, was ich nicht so wichtig finde, man erkennt sich sowieso mit der Zeit, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, aber dass man dazu stehen muss, wer man ist und auch den Mut haben sollte, dann hat man den ehesten Weg, glaube ich, um einigermaßen gelassen diese Frage des Findens der Liebe anzugeben. Und diesen Mut jetzt, glaube ich, konkret wieder in die Erziehung und Bildung ist das was ganz Entscheidendes. Diesen Mut in unsere Kinder zu verpflanzen, ihnen dazu helfen, den Mut zu entwickeln, das ist eine der größten Aufgaben. Ich würde gar nicht so sagen, ich habe viele Kontakte zu Leuten in der Industrie, chemischen Industrie insbesondere. Es gibt auch da in der Zwischenzeit Leute wie den Meyer Galo, der frühere CEO bei der FEBA war, die plötzlich anfangen, auf die ganz andere Seite überzutreten. Insofern bin ich eigentlich schon der Ansicht, dass es hoffnungsvolle Bewegungen gibt, bloß wir sind noch nicht so weit und haben sie noch nicht erreicht. Aber das sich selbst anzunehmen, den Mut zu haben, zu formalisieren und verbalisieren, was man ist, das den Kindern beizubringen. Das ist das Allerwichtigste für die Zukunft. Ja. Also. Ich frage, jetzt sind wir eingeladen, schon auch was dazu zu sagen oder müssen wir? Okay, 3 Entscheidungen. Ja. Also wir wollten, das war unser Konzept, wir wollten erst noch ein bisschen unter uns reden. Ja. Und ihr müsstet bitte, ihr Moderatoren, weil ihr die Zeit führt, ihr müsstet dann das öffnen, wenn wir noch Zeit haben. Ne? Ja. Ich habe das vergessen zu sagen, darf ich das gerade noch nachlesen? Nein, sind wir ja. Zum Thema, wie bringe ich Liebe in Gesellschaft? Also ich bin ja jetzt selber zum Beispiel gar nicht mehr so 100%.
hundertprozentig im Text drinne, weil mir auch ein Anliegen ist, wie übersetzt man das eigentlich in andere Felder. Und ich möchte den Gedanken noch mit reingeben, dass ich glaube, dass es sehr viel bewirkt, wenn wir, wo auch immer wir leben, uns Vertrauensstrukturen schaffen. Also kleine oder größere Gruppen, wo wir diese Dekonditionierung in einer schönen, sinnvollen und radikalen Weise miteinander machen und Vertrauen aufbauen, weil die Liebe, um diese Angst vor der Liebe und die Angst voreinander abzubauen. Und ich glaube, dass Liebe sich eben entfaltet, wenn sie getragen ist von mehr als zwei Menschen. Also wenn ich in der Gruppe sprechen kann über Liebe, sagen kann, was wirklich los ist, das ist zu zweit manchmal nicht so leicht. Und das ist für mich eine Essenz jetzt auch von meiner Arbeit, also eine soziale Kunst zu erfinden, wie die Liebe eine andere Einwendung findet. Und dafür kann man Lebensgemeinschaften bauen, aber auch überall Gruppen. Und bei mir, ich möchte noch was beitragen, war eine große Erkenntnis, dass ich französische Freunde hatte und die waren sehr, sehr großzügig. Die haben mich immer eingeladen, obwohl ich eigentlich objektiv mehr Geld hatte als die. Die wollten immer zahlen, musstest dich richtig brutal durchsetzen. Ich lebte damals mit denen in England, wir waren alle Assistant Teacher. Und dann diese selben Freunde, die haben mir auch noch was gelehrt. Also das war nämlich wunderschön, immer so nette Gesten, dass man eingeladen wird. Ne? Und dann musst du halt nachdenken, wie machst du das jetzt wieder gut und so. Das war eine tolle Atmosphäre geschaffen. Die haben mir auch gezeigt, wie man mit Leuten umgehen kann, weil meine Freundin, die eine, die geht dann im Fleisch einkaufen und dann redet die mit der Verkäuferin. Ich dachte, was redet die denn jetzt mit denen? Also, ach, wie geht es ihnen denn? Und ach, ja, und so weiter. Und so hat die das immer gemacht. Und das habe ich mir auch angewöhnt. Und das wirkt sehr, sehr, sehr stark. Wenn du in einer Gemeinschaft lebst, dann gehst du zum Bäcker und sagst, wie geht's Ihnen denn heute und so, und redest mit den Menschen, mit den Verkäuferinnen. Und das hilft schon viel, dieses Ernste, was ja viel schlimmer geworden ist in den letzten 3 Jahren. Also ich bin ja in einer Stadt in Bad Sulza, da laufe ich ja immer durch und so, und in unserer Reha-Klinik und im Hotel. Und ich habe gemerkt, in den letzten 3 Jahren sind die Leute immer depressiver geworden, gucken nur noch vor sich hin und hören in ihre Kopfhörersachen und so. Und als ich früher mal mit guten Tag habe ich zu den Leuten überall gesagt, das ist nicht mehr so einfach möglich. Die Leute wirklich, die sind deprimiert. Und wenn du trotzdem, ich mache da immer weiter und sage immer weiter guten Tag, und auch wenn ich in Berlin bin oder so, ich sage einfach immer guten Tag, wenn ich Leute nicht anschaue. Und das hilft. Das hilft, das einfach wie ein bisschen aufwachen. Und ich denke, das kann jeder von uns machen. Dass man einfach lieb mit den Leuten umgeht und egal was ist, und bringt mal ein bisschen Licht in die Welt. Ist das so, wenn man nur lieb sein? Ja, das macht Spaß. Ja, wir sind ja manchmal auch naturell unterschiedlich. Ich denke... Das sind nicht immer alle lieb. Ich denke manchmal so ein bisschen Feuer und Kraft und durchaus auch Konfrontation, ohne dass es in gleich eine Schlägerei übergehen muss, ist doch auch ganz erfrischend, oder? Wie ein Dünner, aber ich kriege es immer friedlich hin. Ich denke natürlich auch vorher nach, was ich sage. Aber es hat fast immer geklappt. Meinst du das auch so? Ich bin, glaube ich, nicht ganz so friedlich. Also ich fühle mich dann friedlich, wenn die Ecken und Kanten, die wir haben, wenn wir auf eine gute Weise mit denen umgehen, also wenn wir sie nicht wegpacken und höflich drüber sind, ja, nett sind miteinander und innerlich aber Zweifel haben oder schlecht denken und so weiter. Also das finde ich eine ganz zentrale Sache auch für die Alternativbewegung, ja, wie wir diese Scheinharmonie wirklich gründen im wahrhaftigen Zusammensein. Und daher gehört für mich die Kraft der Aggression im guten Sinne, ja, oder auch Umgang mit Trauer, mit all diesen Dingen, die uns so ergreifen, dass wir damit ein gutes Containment haben und das angemessen ausdrücken. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir es lernen, wenn wir bei uns anfangen. Der Dalai Lama sagt ja, wenn man ihn fragt, wie man die Welt verändert, sagt er, fang bei dir an. Und das ist ja auch, glaube ich, das stelle ich bei mir fest, manchmal ist es verdammt schwer,
diese Andersartigkeit des Gegenübers zu akzeptieren und einfach nur zu sagen, ja, er ist anders, aber ich akzeptiere ihn trotzdem. Während das ist ja oft ein Schmerz, sich selbst zu überwinden, jemand, der eben andersartig ist und vielleicht auch so ein bisschen ablehnend, den zu tolerieren und hinzunehmen und ihn anzunehmen, trotzdem so wie er. Das ist, glaube ich, ein weiterer Aspekt des Mutes, den wir lernen müssen. Da hatten wir heute am Frühstückstisch eine Diskussion, dass doch viele von uns schnell urteilen. Also, was gut ist und was schlecht ist, finde ich jetzt gut, dann mag ich jetzt, dann mag ich nicht. Und das habe ich mir so weit wie möglich, ich schiebe mein Urteil so weit ich nur kann raus und urteile möglichst überhaupt nicht im Bett, irgendwann dann nur, wenn ich muss. Dadurch halte ich mich völlig frei. Für jede Überraschung auch, ne? Jemand, der zuerst mal unsympathisch ist, plötzlich dann doch sehr nett und so. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Und das andere, was ich noch sagen möchte, ist, das hieß ja mal in den 80er Jahren, man muss dem Bauch nachgehen und so, meinen Kopf ausschalten, habe ich alles versucht. Ja? Aber was ich gemerkt habe in diesem Prozess, dass es nicht gut ist, wenn man seine negativen Emotionen rauslässt. Ich habe das eine Zeit lang auch praktiziert, weil ich dachte, dass das richtig ist, weil das ehrlich ist. Aber es bewirkt nichts Gutes. Es bewirkt, dass es sich alles verschlimmert, also dass es verschlechtert wird. Während wenn ich die jetzt bei mir behalte und einfach warte, bis sich diese Emotionen gelegt haben, zum Beispiel auch nach drüber schlafen und so, dann kann ich das alles ganz leicht lösen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und ich lasse fast nie mehr irgendwelche negativen Emotionen raus. Ich kann das gar nicht mehr. Ich habe mir das einfach abgewöhnt. Das geht. Einmal habe ich den Teller zerschmissen, weil ich dann Klaus zeigen wollte, jetzt ist aber Schluss. Ich dachte, was kann ich denn mal machen, dass ich das mal zeige? Weil ich das gar nicht so kann. Also das ist überhaupt eine spannende Entwicklung, oder? Dieser ganze Umgang mit Emotionen jetzt die letzten 60 Jahre, finde ich total interessant. Eine Zeit lang, ne, musste alles rausgebrüllt und Katharsis und so weiter werden. Und das war dann die Heilung. Und das wird jetzt immer feiner. Und eben, man kann es sich abgewöhnen, man kann aber auch, ich nenne das Containment, also dass ich Gefühle in mir so weit aufsteigen lasse, dass sie in mir präsent sind, ich sie fühle und dann mal schaue, also mir bewusst werde darüber und schaue, was ist angemessen. Was wollte ich sagen? Ach so, mit der Andersheit des anderen finde ich auch immer noch spannend, dass ich ja auch, wenn ich jemanden nicht mag, ist das oft was ich an mir selber nicht mag. Und da, das ist für mich auch eine Liebesarbeit oder Friedensarbeit, ich habe immer das Gefühl, wir müssen aufhören, aber nur kurz. Diesen Satz ja. Dieses Universum. Ja, ich muss nur kurz die Ablenkung formulieren. Genau, wenn ich das selber in mir akzeptieren kann und aufsuchen kann, dann entsteht eine ganz andere Verbindung zwischen dir und mir. Ja? Und das ist überhaupt für unsere gesellschaftliche Arbeit, glaube ich, relevant, dass wir nicht mehr über die Dinge sprechen, sondern aus ihnen heraus. Ja. Also wie Gesellschaft, das ist eigentlich wirkliche Verbindung ermöglichen, indem ich mir selber bewusst werde und in Resonanz gehe mit anderen Menschen. Ja, danke soweit. Ihr dürft nämlich gleich selber auch nochmal in kleinen Gruppen wieder weiter nachdenken. Wenn es jetzt aber zwei konkrete Fragen noch an euch gibt, können wir die auch noch mit reinnehmen. Also jetzt noch nicht die eigenen Statements, sondern nochmal konkrete Fragen an die drei, zwei Stück. Und dann dürft ihr selber. Der Karl. Auch. Ja. Ja, vielen Dank für diese super inspirierenden und authentischen Geschichten. Und ich habe mich dann, ich habe noch den Aufhänger im Kopf, wie stärken wir die Liebe in der Gesellschaft und auch durch Hartmut inspiriert, zum Beispiel, wenn du sagst, dass die Chemieindustrie, so dieser sehr rationale Teil der Gesellschaft, in dem Gefühle keinen großen Platz haben, wie funktioniert das denn, so die Durchtränkung der Gesellschaft und gerade auch Träger rationaler Strukturen, die
Ja, zwischen, wie funktioniert hier? Zwischen den Maschinen und den Mechanismen sind ja auch konkrete Menschen. Und auch die sind diesen Fragen und Zweifeln oft unterworfen. Da findet, wenn man wagt, dort hineinzugehen, zwischen die Röhren und Reaktionskolben und Leitungen und so weiter, und dann die Menschen vor Ort aufsucht, stellt man fest, da gibt es Kommunikationspotenzial. Da sagt dann einer, denken Sie denn, wir wollen unsere Kinder diesem Dreck aussetzen? Wir sind doch auch jemand, der hier lebt und wir haben auch solche Sorgen wie Sie. Und das zu erkennen und das nicht sozusagen als Front pauschal abzulehnen, das ist etwas, was wir auch lernen müssen. Manchmal sind wir da ein bisschen in der Ökoszene zu konfrontativ. Natürlich soll man klar die Meinung sagen, aber man soll auch die Verbindung dort hinein, dort sind nämlich durchaus potenzielle Verbündete. Das meine ich. Das wäre wichtig, das nicht zu vergessen. Ja, na, du hast. Ich glaube, Sie werden selten. Das machen wir gleich. Du hattest jetzt zum Ende. Ja, ich habe eine Frage an dich, Marion. Es bewegt sich hier mehr dieses Emotionskraft. Also gibt es dann, verteilt sich was im System? Also mir ist nicht klar, ob die Emotionen dann noch nicht mehr entstehen oder ob sie dadurch, dass du sie im System hältst, ich habe jetzt gehört, negative Emotionen kommen gar nicht mehr. Und ich weiß, in meinem Leben gab es auch eine Phase, wo ich das so gesagt hätte und heute bin ich froh, dass sie wieder kommen und ich sie merke und irgendwas macht das mit mir und ich würde gerne von dir wissen, wie du das erlebst, wie das, den inneren Prozess dazu. Ja, ich habe die auch alle. Ich habe manchmal so richtig mörderische Impulse, das kenne ich jetzt, ja. Aber das also, da warte ich einfach. Du musst ja nur warten, dann geht das ja wieder vorbei. Ne? Also wie wenn man auch Alkoholiker war und jetzt dann Alkohol trinken will, musst ja nur warten, das geht vorbei, dann willst du kein Alkohol mehr trinken. Ne? Also warte und dann wird es schwächer und schwächer, weil das ist für mich ein Signal und ich denke darüber nach. Also es ist nicht nur so, dass ich das Gefühl jetzt habe, sondern ich denke darüber nach, warum ich das habe und was ich machen kann, um das, diese Situation, die da gerade entsteht, zu verbessern. Du machst das. Und ich zeige es aber nicht. Ich zeige das nicht. Ich zeige diese Gefühle nicht. Und ich denke, man sieht sie mir auch nicht an. Wenn ich noch eins dazu sagen darf, dann bin ich schon traurig. Ich habe das Gefühl, dass die nicht da sein dürfen. Ich glaube, die haben eine ganz wichtige Kraft und Funktion. Aber vielleicht ist es auch noch was in mir. Ich weiß ja, dass die da sind und warum sie kommen. Aber wenn ich doch keine Lösung habe, dann hat es doch keinen Sinn, sie zu zeigen. Ich muss darüber nachdenken, so lange denken, bis ich die Lösung gefunden habe. Und so lange behalte ich sie bei mir. Und meistens finde ich eine Lösung. Manchmal hat es schon Jahre gedauert. Emotionen, die ich veräußere und welche, wo ich so arbeite, die, ob ich eine Emotion jemand anderem anhängen möchte, also jemand anderen als Verursacher sehe, dann muss ich Eigenarbeit machen und sie gucken, wo ist die Lösung, wie kann ich so denken, dass ich die Verantwortung nehme. Und dann gibt es Gefühle, die gefühlt werden möchten und gezeigt werden möchten. Und die Unterscheidung, glaube ich, ist da relevant für die Fragestellung. Okay, eine letzte Frage und dann dazu. Nein, hier war schon lange vor dir, leider. Ich möchte auf das, was Hartmut gefragt wurde und beantwortet hat, vor allem antworten. Industrie, Kommunikationspotenzial, Veränderungspotenzial etc. Wir machen ja seit vielen Jahren Gesundheitsmanagement für teilweise sehr, sehr wichtige Leute in der Wirtschaft, die tausende Personen unter sich haben. Private Health Management nach unseren Standards. Und ich habe entdeckt oder erfahren, dass diese Menschen so getrieben sind und so unter Druck stehen,
wahrscheinlich in politischen Parteien, was wir erleben, dass die gar nicht in der Lage sind, das, was man Liebe nennt, was wir alle darunter verstehen, ja, nämlich den höchsten Wert dieses Lebens, zu transformieren in ihre Organisation und Gruppe. Und meine Frage ist, müssten wir nicht tatsächlich, ich würde das eine Zusammensetzung sagen, ich kann das nochmal wiederholen, müssten wir uns nicht tatsächlich zusammentun, alle miteinander, alle, die anders denken, die andere Werte haben, endlich mal verbünden in einer großen, vernetzten Organisation, die auch Geld hat, die auch Kraft hat, die auch wirklich was bewegen kann, und nicht in kleinen Kreisen hier rumsitzen und beten und hoffen und meditieren. Da ist meine Taktik, ich war ein großer Verehrer von General Giap, der die Franzosen und dann später die Amerikaner besiegt hat. Wir müssen mehr so Partisanentrupps bilden. Sozusagen diejenigen, die da drin sind im System und die den Kräften ausgesetzt sind und unausweichbar, mit denen sozusagen geheim Abkommen schaffen und ihnen signalisieren, du bist nicht allein. Und dann funktioniert es. Aber wenn man so eine große Front angreift, dann gehen diese großen Massen. Wir gehen jetzt nicht in Diskussionen weiter. Danke für dein Statement. Dann ist man den großen Massen der Bomber, die dann ankommen, wie im Vietnamkrieg, schutzlos ausgeliefert. Das heißt, man muss subversiv.